节目。Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 28. Februar 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Katharina Eckert ein Gespräch mit der taiwanischen Kinderbuchautorin Zhang Xiaoyu. Danach folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bihui und Sebastian Hambach. Heute geht es um das Laternenfest, das am Freitag gefeiert wurde, und um die Kirschblüte. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über die taiwanische Kinderbuchautorin Zhang Xiaoyu. Ein kleiner Junge steht in einer dunklen Werkstatt. Doch obwohl sie dunkel und an einigen Stellen vom Ruß der Brennöfen verschwärzt ist, glitzern bunte Lichtflecken an der Wand auf. Es sind die Glaskreationen des Großvaters. Sie sind die letzten Zeugen vom Glanze früherer Zeiten. Der Junge ist unschlüssig, er fühlt sich hilflos und unwohl. Sein Großvater ist schwer krank. Soll er gehen oder der Werkstatt neues Leben einhauchen? Dies ist die Geschichte »Der Großvater mit dem Glasladen«. Geschrieben und illustriert hat sie die taiwanische Kinderbuchautorin Zhang Xiaoyu. In ihrem Kinderbuch erzählt Frau Zhang von drei Generationen, die von der Glasindustrie leben. Eine Geschichte über das Glashandwerk und ihren Traditionen in Taiwan, die unterschiedlichen Ansichten der Generationen, welche die Tradition weitergeben wollen, aber den Veränderungen der Zeit sich stellen müssen. Aber sie erzählt auch von der Ausdauer der älteren Generation, der Zerrissenheit der jungen Generation und den Zusammenhalt in der Familie. Mit dieser Geschichte gewann Frau Zhang 2015 den Kinderliteraturpreis in Taiwan. Neben der Geschichte »Der Großvater mit dem Glasladen« hat sie noch drei weitere Kinderbücher veröffentlicht, die sich alle mit der taiwanischen Kultur und dem Familienleben zwischen den Generationen beschäftigen. Ich habe sie vor ein paar Tagen in ihrem Haus in Taichung besucht. Obwohl sie mittlerweile schon in Rente ist, hat sie vor kurzem ihr fünftes Buch fertiggestellt. Wann fing das eigentlich an mit den Kinderbüchern? Früher hatte ich keine Kinderbücher gemacht. Damals habe ich an der Grundschule unterrichtet. Mir war damals schon wichtig, dass die Kinder auch etwas von der taiwanischen Kultur lernen. Da ich auch Kunstlehrerin war, habe ich immer gesehen, was die Kinder so malten. Dann musste ich immer schmunzeln. Sie malten zum Beispiel die Haare gelb und in die Umgebung setzten sie Schlösser in den Hintergrund. Das liegt an dem Einfluss der Zeichentrickserien und Kinderbüchern, die aus dem Ausland kommen. Viele Eltern sind der Ansicht, dass Bücher aus dem Ausland besser sind. Sie interessieren sich nicht so für die lokale Kultur. Ich denke, dass das nicht richtig ist. Die Kinder wachsen hier auf. Sie sollten daher zuerst ihre eigene Umwelt kennenlernen. Ich erinnere mich an den einen Satz des deutschen Autors Goethe. Er sagte, das größte Geschenk an die Kinder sei es, ihnen zuerst Wurzeln und dann Flügel zu schenken. Wenn sie Wurzeln geschlagen haben, dann kannst du ihnen die Flügel geben, mit denen sie weit fliegen können, denn sie wissen trotzdem noch, woher sie kommen. Ich denke, dass diese Wurzeln sehr wichtig sind. Neben ihren Kinderbüchern, die vor allem die lokale Kultur in Taiwan behandelt, nehmen vor allem die älteren Generationen einen wichtigen Platz in Frau Zhangs Geschichten ein. Gemeinsam mit Opa und Oma wird gearbeitet, gelacht und geweint. Ich finde es sehr wichtig, dass die Älteren nicht so alleine sind, dass sie auch noch Wertschätzung erhalten. Wenn zum Beispiel die Kinder mit den Senioren zusammenleben, dann können sie vieles lernen. Zum Beispiel versteht dann das Kind, warum läuft der Opa so langsam. Viele mögen es nicht, mit alten Menschen und ihren Eigenarten zu leben. Sie sind etwas tattrig und manchmal reden sie wirr daher. Ich denke aber, die Kinder können durch das Zusammenleben der Generationen viel verstehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mittlerweile selbst in dieses Alter komme. In Taiwan leben circa ein Drittel der schulpflichtigen Kinder bei nur einem Elternteil. Ein weiterer großer Teil wird von den Großeltern großgezogen. Das liegt daran, dass entweder beide Eltern in Vollzeit arbeiten oder sie sind alleinerziehend und haben daher nicht die Möglichkeit, sich um die Kinder zu kümmern. Deswegen geben sie die Kinder den Großeltern.
Als ich noch nicht in Rente war, habe ich an der Grundschule auch als Schülerbeauftragte gearbeitet. Dadurch habe ich mich viel mit den Kindern unterhalten. Wenn sie mir erzählten, dass sie traurig seien, dass ihre Eltern so wenig da sind und sie nur bei den Großeltern leben würden, dann habe ich ihnen gesagt, dass das Zusammenleben mit den Großeltern auch etwas Gutes ist, da sie dir eine Liebe geben, die selbstlos ist. Mit ihrer Geschichte Omas Laternenbaum, die den Anbau der Kaki-Früchte behandelt, erzählt Frau Zhang über das Leben auf einer Obstplantage und wie der Geschmack und Geruch aus der Kindheit die Erinnerung an die alte Heimat hervorrufen kann. Als dieses Kinderbuch 2015 veröffentlicht wurde, wurde es auf der taiwanischen Internetverkaufsplattform Bokelei unter die 5 besten Kinderbücher gewählt. Dazu muss man anmerken, dass unter den 5 ausgewählten Kinderbüchern ihr Buch das einzige von einer lokalen Kinderbuchautorin in Taiwan war. Alle anderen waren Übersetzungen aus dem Ausland. Laut Frau Zhang sind es vor allem japanische und amerikanische Kinderbücher, die in Taiwan als Übersetzungen angeboten werden. Das sei einfach viel günstiger für die Verlage. Generell scheint es nicht einfach zu sein, auf dem taiwanischen Buchmarkt als Kinderbuchautorin zu überleben. Das liegt daran, dass die Taiwaner kaum Bücher kaufen. Die meisten leihen sich die Bücher aus. Der wichtigere Grund ist, dass die Bevölkerungszahl sinkt. Es sind gerade einmal 160.000 Neugeborene. Das sind so wenige Kinder. Wie sollen die Buchläden davon leben? Daher werden die Bücher heutzutage fast ausschließlich in der Bibliothek ausgeliehen oder in der Schule. Frau Zhang illustriert ihre Geschichten alle selbst. Besonders an ihrem Stil ist, dass sie ihre Illustrationen alle in den verschiedensten Druckgrafikverfahren umsetzt, wie Hoch- und Tiefdruck. So ist die Geschichte vom Papas freundlichen Teegarten im traditionellen Holzschnittverfahren umgesetzt worden. Dazu musste sie über 100 Holzplatten für jede Farbe einzeln vorbereiten. Das heißt, die zu druckenden Flächen der Illustration wurden zuerst mit verschiedensten Messern herausgearbeitet und danach mit Wasserfarben eingerieben und auf Reispapier gedruckt. Wenn zum Beispiel spielende Kinder zwischen den Teebüschen dargestellt werden sollen, dann müssen verschiedenste Holzplatten, zum Beispiel für die Kontur der Pflanzen, der Kinder, die Haare, sowie die Farbe der Kleidung und des Bodens und so weiter nach und nach auf ein Papier gedruckt werden. Dabei muss das Papier stets an der exakten Stelle auf die Holzplatte gelegt werden, sonst verwackelt das ganze Bild und es ist futsch. Die mit dem Holzverfahren gedruckten Illustrationen vermitteln zum einen eine gewisse Tradition und Rohheit, die gut zum Alltag einer Teeplantage passt. Gleichzeitig wirken die mit Wasserfarben gedruckten Bilder leicht und flüchtig wie der Geruch von Tee. In einer weiteren Sendung werde ich Frau Zhang zu den Teefeldern aus Papas freundlichen Teegarten begleiten, denn wie alle ihre Geschichten sind sie im Leben verankert. Wann ich sie zu dem Teegarten, der sie zu dieser Geschichte inspiriert hat, mitnehmen kann, kann ich noch nicht versprechen, aber lassen Sie sich überraschen. Falls Sie sich einen Eindruck von Frau Zhangs Kinderbüchern machen möchten, dann habe ich für Sie alle Titel mit Bildern auf unserer Webseite Radio Taiwan International Deutsch im Wochenendmagazin zusammengefasst. Das war's mal wieder bei mir im Wochenendmagazin. Ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Das war ein Beitrag von Katharina Eckert über die taiwanische Kinderbuchautorin Zhang Xiaoyu. Radio Taiwan, international aus Taipeh. Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Heute zum Thema.